So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Show and Tell. Wir befinden uns hier, ne, beim Grill. Ich habe so ein bisschen Schaden erlitten. Das wird ein recht kurzes Video. Und hier ist so eine, wie soll ich das nennen? Kann man das trinken? Wenn ich das trinke, was passiert dann? Das war keine gute Idee. Okay, jetzt bin ich ein bisschen vergiftet. Aber es hat funktioniert. Aber guckt euch meine Lebensleiste an. Die ist jetzt dreiviertel voll, wenn ich jetzt hier reingehe. Was passiert dann? Ich bekomme Leben. Das ist voll die... wie soll ich sagen? Heilquelle? Das ist eine Heilquelle. Und es geht immer noch. Geht das auch, wenn ich weiter weglaufe? Ja, möglicherweise habe ich vorher dann was anderes genommen. Aber wenn ich hier reingehe, dann tickt das Leben richtig hoch. So, das wollte ich euch nur mal zeigen, ne? Und ja, das war's schon. Kurzes Video. Aber vielleicht interessant. Ich muss noch zeigen, wo es ist. Warte, das ist genau hier. Und heiße Holzkohlequelle. Das ist das Ding, ne? Hier. So. Auf der Seite. Die Bedrohung entdeckt. Ja, geh weg. Hau ab. Hau ab. Ja gut. Alles gut. Alles gut. Komm her. So, kaputt gemacht. Na, der nächste. Ihr seht, mein Leben tickert runter. Aber es geht auch wieder hoch, solange ich hier im Wasser bin. Oder? Ja, doch. So, er ist kaputt. Ich stelle mich hier ins Wasser. Mein Leben geht langsam hoch. Gut, man verliert hier echt viel an Essen. Und Wasser, ne? Aber... es hilft. Man kann das sehen. Es ist langsam, aber wenn man hier eine Zeit lang steht, ist man wieder voll aufgelevelt. Okay, das war's dann. Kurzes Video, aber wie gesagt, ich denke, es ist ein bisschen hilfreich. Es gibt auch nur eine Quelle. Ich habe nur eine gefunden. Wir können ja mal gucken. Gibt es noch mehrere Quellen? Nee. Hier nicht. Ja, ich brutzle gleich wieder. Nö, das ist, glaube ich, die einzige Quelle, die es gibt. Ja, komm. Marienkäferlarven. Warum? Warum muss man diese nervigen Dinger noch mehr einbauen? Naja, egal. Ihr habt das gesehen. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.